Ihr habt einen gegnerischen Kerker erobert. Ein Geschöpf verhungert in eurem Kerker. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. So. Wie machen wir jetzt weiter? Mist. Naja gut, ihr könnt das ruhig mal ein bisschen einnehmen. Sagen wir mir nicht zu viele Gegner anlockt. Also wenn ich das richtig gesehen habe, ist hier ein Gang. Jupp. Dann würde ich mal sagen, graben wir hier durch, machen die magische Tür kaputt und holen uns die Mana-Quelle. Und dann gucken wir auch mal gleich hier weiter. 8 Imps dürften reichen. Casino habe ich leider keins. Und ich habe auch kein Geld und keinen Platz für eins. Im Augenblick jedenfalls nicht. Was ist hier? Die Alarmfalle geht mir auch tierisch auf die Nerven. Na, das sieht mal cool aus. Wir sehen wirklich durch das Visier des schwarzen Helms. Ach du Kacke. Und alle Imps mal kurz weg. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Okay, jetzt müssen wir warten, bis die Patrouille hier wieder weg ist, bevor wir irgendwas machen können. Ihr könnt ruhig mal versuchen, die Tür einzuschlagen. Ja, ich habe weder Platz noch Geld für sowas. Und mein Magier sollte eigentlich lieber den Zauber erforschen. Das da drüben sieht nach noch einer Bücherei aus.
das so klug ist, wenn ich mich so weit vorwage schon. Okay. Hierfür bräuchte ich Geld. Gold halt. Grab mal hier weiter. Ich habe ja irgendwo noch die Hoffnung, irgendwo noch an Gold zu kommen. Beziehungsweise ich habe drei Skelette, die können mir mal kurz diese Schatzkammer aufmachen. Ein Zauberer wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Dann gehen wir was essen. Hier müsste genug Hühnchen sein. Jupp, das ist nur der Kampf gegen den Zwerg da. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder aufgestanden. Das da ist eine Blitzfalle, die müssen wir ausschalten. Bevor wir an den... Schatzkammer erobert. Schon wieder ein Kampf? Ach so. Jawohl, jetzt haben wir wieder ein bisschen Gold. Oh, und da hinten sehe ich auch noch Gold. Ich denke mal, wir kommen da drüben an das Gold ran. Deswegen bauen wir mit dem Geld, was wir haben, hier eine Brücke hin. Wände sind verstärkt worden. Und bauen hier wieder eine Geheimtür hin. Eine Mana-Gruft. Ich stelle euch meine Dienste zur Verfügung. Sehr schön, wir haben jetzt schon mal genug, um Horny einmal rufen zu können. Was wir im Notfall tun sollten. Hier ist noch eine Bibliothek, stimmt's? Genau. Mit zwei Magiern drin. Du gehst wieder forschen. Und wir haben eine Falle ausgelöst. Wo zur Hölle haben wir eine Falle Da, aber nur kurzfristig. Ich sollte hier mal eine gegnerische Schatzkammer erobert. Ich sollte hier mal überall abschließen und die Imps und alles dahinter positionieren. Nicht dass das mir hier noch Probleme macht. Weil da kommen schon wieder die Patrouillen. Eure Geschöpfe kommen nicht zur Schatzkammer. Die Schatzkammer löse ich auch mal auf, lieber. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. So, und die da, was, was haben wir hier? Ein zusätzlicher Mana-Schub, aber die Schatzkammer gehört mir noch nicht. Ich muss erst wieder warten, bis diese Patrouillen vorbei sind. Jupp. Hier kommen wir jedenfalls an Gold. Was ist jetzt? Ach, Trainingsraum. Nö. Einen untätigen Imp, der mir die Schatzkammer einnimmt. Ach, die gehört schon mir. Eure Mana-Vorräte haben sich vergrößert. Dann schnappe ich mir mal das Geld hier und werf's in mein Dungeon-Herz. Hierhin. So.
Und verkauft die Schatzkammer auch. Und gut ist. Naja, die eisernen Jungfrauen bräuchten einen Spielplatz. Mal gucken, wo es geht da lang. Dort geht's zu einem Heldentor. Wenn ich das Heldentor einnehmen würde, könnte ich... Ein Teufler ärgert sich, weil er kein Geld bekommen hat. Dann hol dir Geld. Salamander. Es ist Zahltag. Sehr schön. Ein paar Salamander. So, hier können 9000 Gold gelagert werden. Da müssen die nicht immer so weit rennen. Grab mal noch hier durch. Ja, wir müssen wirklich das ganze Umfeld aushebeln, um hier irgendwo weiterzukommen. Aber ist ja halb so wild. Dafür sind meine Imps doch da. Und wenn sich einer meiner Kreaturen ärgert, ist das auch halb so schlimm. Wir haben ja nicht mal ein Portal, durch das wir sie abhauen können. Dafür kriegen wir jetzt langsam wieder Gold. Was? Er kriegt jetzt mal einen Klaps von mir. Warum auch immer er meine Echsen, meine Salamander angreift. Was hast du für ein Problem? Eure Geschöpfe kommen nicht zum Schlafsaal. Welche Geschöpfe er auch immer gerade meint. So. Ja. Kommt mal hier ein Imp hin. Und hier können auch mal zwei anfangen zu buddeln. Ja, langsam aber sicher machen wir Fortschritt. Sobald wir herausgefunden haben, wo der Lord ist. Was gibt's hier? Was es auch immer hier gibt, es sieht interessant aus. So.